Schaut euch einmal die lecker, lecker Sardinen an. Das sind 1,5 Kilo, 1500 Gramm. Ich habe sie gezählt. Das sind 25 Stück. Ja, 25 Stück werde ich davon jetzt heute grillen. Lecker, lecker, lecker. Und dazu habe ich zwei verschiedene Sorten Baguettebrot geholt, ganz frisch vom Bäcker. Und mache noch einen Salat. Dafür habe ich hier Feldsalat. Ich habe Tomaten, ich habe Paprika, Knoblauch, Frühlingszwiebel, Zwiebeln. Gurken, Salz, Pfeffer, Chili, Olivenöl, das brauche ich für den Salat. Und mein Steckelfisch von Lokoma. Damit würze ich dann die Fische. Aber das macht mir jetzt natürlich zu viel Stress. Ich lege die noch auf den Grill bei niedriger direkter Hitze und würze die dann auf den Grill. Ich denke, das geht viel einfacher. Hallo bei Holgers Grillen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte verstehen, mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Natürlich kümmere ich mich als erstes um den Salat, deshalb räumen wir das Baguettebrot erst einmal auf die Seite und schnappen uns den Salat. Salat geht ganz einfach. Wisst ihr ja, man schnippelt alles zusammen, was man braucht, und dann vermischt man das alles in einer Schüssel. Und das mache ich natürlich jetzt auch. Natürlich wird es dann fleißig gewürzt nach Geschmack. Wie schon erwähnt, ich nehme da heute Salz, Pfeffer, Chiliflocken und ein gutes Olivenöl. Gut verrühren, ja, gut verrühren, und dann ist der schon fertig. Dann stelle ich den jetzt ab und bereite den Grill vor für direkte schwache Hitze. So. Ich habe jetzt alle drei Brenner auf die niedrigste Stufe, also ca. 160-170 Grad. Dann habe ich hier ein Spray zum Einölen. Da öle ich jetzt einmal den Grillrost kurz ein. Geht natürlich auch auf den Kohlegrill, ist ganz klar. Und dann hauen wir schon die Fisch drauf. Einen nach den anderen. Ja. Eben mal schön drauf damit. Ja, so wunderbar schaut es jetzt aus. 25 Sardinen auf dem Grill. Und jetzt kommt mein Gewürz ins Spiel. Mal kurz einmal trinken. Jetzt würze ich die Fische alle schön gemütlich. Ich habe extra nicht so starke Hitze, direkte starke Hitze. Wäre jetzt ganz schlecht, weil er verbrennt leicht der Fisch. Deswegen habe ich nur ganz leichte Hitze. Und somit habe ich gemütlich Zeit, die Fische jetzt alle hier zu würzen. Das Lokoma Steckelfischgewürz, das ist ein sehr, sehr gutes Gewürz. Und ja, ich verliebe mich schon fast in das Gewürz, so geil schmeckt es. Wirklich wahr. So schaut es aus. Die lassen wir kurz ein bisschen grillen und dann drehen wir die mal rum. Ja, schauen wir mal kurz, wenn jetzt 3-4 Minuten sei. Ja, die drehe ich jetzt rum. Die Finger leckt, schmeckt das schon richtig lecker. Natürlich wird jetzt auch die Seite noch gewürzt, ja. Alle 25 Stück. Schau doch mal, wie schön der Rappei zieht in der Hitze. Hervorragend. Die sind jetzt dann gleich fertig. Und dann probieren wir mal aus, ja? Ene, mene, mu. Raus bist du. Jo, den schnappen wir uns.
Jawohl. Machen wir mal kurz den Deckel zu. Damit ich das da oben drauflegen kann. Denn ihr wisst ja, ein Fisch. Ja. Oh, klappen wir da schön auf. Jawohl. Hier sind sowieso nur so kleine Gräten drin, ja, also keine Angst. Dann probieren wir das natürlich einmal. Also ich bin eigentlich kein Fischliebhaber. Aber die sind richtig geil. Die kommen da hinten. Die Gräder raus tun. Probieren wir mal noch ein wenig Haut. Und bevor das schmilzt, tue ich das einmal runter. Und sage zu euch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Holger.